So, herzlich willkommen zu unserem heutigen kleinen, ja, kein Let's Play, aber wie sagen wir, Projekt. Projekt klingt ganz gut. Das Herr der Ringe Schlacht Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs Community Clash Event, das jeden zweiten Samstag stattfindet, 18 bis 20 Uhr. Da kann sich jeder anmelden, um mitzuspielen, der das Spiel hat und der möchte und der nicht gebannt ist, was bisher keiner ist, weil sich jeder anständig verhält. Danke dafür. Und ja, ansonsten könnt ihr hier mitschauen oder natürlich bei mir auf dem YouTube-Channel unterwegs sein und es da nachgucken, wenn ihr es verpasst habt. Sind ganz schöne Spiele, ist halt gegen Menschen statt gegen KI, was es definitiv spannender und auch interessanter macht. Die KI ist ja sehr berechenbar. Bis auf so Kleinigkeiten habe ich die ziemlich gut im Griff. Aber bei Menschen schaut das Ganze dann doch ein bisschen ganz anders aus. Und das ist dann immer sehr spannend und auch sehr interessant. Was spielen die? Welche Taktik? Wie funktioniert das? Aus Gilead zum Beispiel letztens. Ja, okay. Aber so ein paar Gefechte. Ich glaube, das erste, das wir hatten, war Mordor. Da bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Rohan war auch ziemlich interessant. Und in Zukunft haben wir für Festungen die Timer, die Death Timer, sage ich mal, wo man halt verteidigen muss. Wenn derjenige, der in der Festung hat, lang genug verteidigt, gewinnt er selbst, wenn er verliert, weil da hat er sie lange genug verteidigt, sodass theoretisch Truppen kommen könnten, um die Angreifer zu vertreiben. So ungefähr ist die Logik dahinter. Das Gefecht gibt es natürlich nicht so gut her, aber wir können ja ein bisschen tricksen und genau das machen wir auch. So, ich warte jetzt noch bis 18 Uhr, das ist schon fast. Und dann rufe ich die beiden oder jeder, der da ist. Derzeit sehe ich zwei Leute, die im Chat schreiben. Natürlich können es auch noch viel mehr Leute sein, die gerade online sind. Das sehen wir gleich. Ich kann schon mal Tangel starten. Das dauert nämlich auch immer ein bisschen. Ist auch sehr nervig wegen der ganzen Werbung. Das bringen wir gleich mal aus dem Weg. Schaffen wir gleich mal aus dem Weg. Und dann gucken wir mal, wer alles mitmachen möchte heute. Schauen wir mal, funktioniert der Login? Habe ich mich vertippt? Ist das Passwort noch korrekt? Erinnere ich mich noch an alles? Don't Panic leuchtet hier auf. Aha, sehr interessant. Abbrechen, laden. Anmeldung fehlgeschlagen. Na gut, dann probieren wir es mit einem anderen Passwort. Ein bisschen anders. Gucken wir mal. Aha. Es könnten Probleme auftreten. Na gut. Das sehen wir gleich. Wir probieren es einfach ein paar Mal. So, Schlacht um Mittelerde 2. Aufstieg des Hexenkönigs. Da gehen wir doch gleich mal rein. Da ist auch keiner online. Ich bin da alleine. Dann rufen wir da gleich. Wupsi. Jetzt schon wieder Werbung, die man nicht schließen kann. Aber ich rufe jetzt da einfach mal an. Auf gut Glück sind schon ein paar mehr Leute geworden. Dann hoffen wir mal, dass das hier alles funktioniert. Hallo. Hallo. Hallöchen. Moin. Ein paar Leute sind ja schon da. Das gefällt mir sehr gut. Hä? Newton, doppelt in der Gruppe? Zweifach, dreifach, keine Ahnung. Aber die fliegen nacheinander alle raus, also das wird schon irgendwie passen. So, dann sind wir heute wohl zu viert, sehe ich das richtig? Keine Ahnung. Das ist doch Nachschauen, auch mal ja. eine Antwort. So. Okay, jetzt lasst mich hier nur noch kurz alles gucken. Ich bin schon mal in Tangle reingegangen. In welchem Raum? Im normalen Schlacht um Mittelerde oder? Ja, der Aufstieg des Hexenkönigsraum. Da bin ich auch derzeit, glaube ich, ziemlich alleine. Ja, dann gehe ich jetzt auch gleich rein. Ja, Genau, ich komme auch gerade kommt's rein und mal alle so. rein. Supi. Also ich habe nur Hamachi. Wer war das? Das war Newton. Newton. Ja.
Okay. Müssen wir gucken. Hamachi ist, ja, geht auch. Ich müsste wieder installieren. Mich hat das halt genervt, dass es dauernd auf Autostart ist, obwohl ich es deaktiviert habe. Deswegen habe ich es wieder runtergeschmissen. Das kannst du mit dem C-Cleaner aus dem Autostart Ich rausholen. hab's auch mit dem MC, wie hieß es? Jetzt weiß ich den Befehl nicht mehr. MC, boah. MC-Config habe ich es auch rausgeschmissen, macht er trotzdem. Also das ist ein hat mir nicht gefallen. Ja, das nervt mich bei Hamashi auch ganz übel. Deswegen, also ich habe halt jetzt gesehen, ja, Hamachi, können nur 5 Leute rein, Tangle funktioniert halt, deswegen bin ich jetzt erstmal auch auf Tangle gegangen, auch wenn man sich da anmelden muss. Aber das sehen wir ja gleich, zur Not installiere ich halt Hamachi nochmal, das dauert ja nicht lang. Genau. Das ist ja recht schnell erledigt. Also, ich bin auch drin. Super. Okay, dann sind wir ja schon vollzählig Vollständig. und bereit. Nachdem der Alex Niehaus nicht da ist, so wie ich das sehe, oder bin ich hier wieder falsch in meinem Skype? Ich glaube, ich habe aber denjenigen, hatte ich. Weiß ich jetzt nicht. Weil ich mache mir immer die Nicknames. Manche Leute benutzen die 2 verschiedene Nicknames, dann weiß ich nie, wer wer ist. Jones LP ist vorgemerkt. Ja, aber der ist nicht da, soweit ich sehe. Nee, ich guck grad, weil der Newton und der Alex, die dürften eigentlich beide spielen. Aber wenn er nicht da ist, dann kriegt der Newton halt für den Angriff eher eigentlich den Pass, weil ihr 2 Stürmer hat KI, ihr habt schon gespielt. Wegen der Fairness, Ja. dass jeder gleich oft dran kommt. Das heißt, da bräuchten wir schon gar nicht mehr den Dings machen. Den Zufallsgenerator. Und dann kann ich Hamachi eigentlich gleich installieren. Dann würde ich sogar fast sagen, dass ich Sturmhart die Verteidigung überlasse. Wie jetzt? Du willst dann gar nicht, oder was? Ah, es ist eine 50-50-Chance. Ja? Die nimmst du gefälligst. Okay. Jetzt bin ich So. hier schon zu Glücksspiel verleitet. Ja? So schaut's aus hier. Andernfalls wäre es ja auch jetzt, also ich will jetzt da nichts sagen, andernfalls wäre es halt nicht schlimm, weil ich kann nämlich das nächste Mal nicht. Okay. Ja, ist mir auch recht. Also. Also mir egal. Ich wollte es nur sagen, weil nächstes Mal bin ich nämlich auf dem Geburtstag. Okay. Ja, gut, dann machen wir es so. Ist mir auch recht. Ich bin da ja recht flexibel. So ein bisschen zumindest. So, jetzt muss ich nur irgendwie gucken. Erstmal hier anmelden. Blub, blub, blub. Und dann muss ich ins Netzwerk. Wir stehen das Netzwerk beitreten. Er testet noch rum. Oh oh, hat er jetzt bei Hamachi irgendeinen Müll installiert? Ich hoffe es nicht. Ja, ich habe es so schnell installiert, dass ich. Ihr kennt es mit diesem Ja, blöden. Zusatzprogramm. Ja. Ich glaube, bei Hamachi ist es nicht so kritisch. Da habe ich jetzt nichts gesehen auf die Schnelle. Aber ich habe halt einfach blind durchgeklickt. Das ist nie gut. Plötzlich hat man irgend so eine Taskbar im Browser, die ums Verrecken nicht wegzukriegen ist. Die Search Engine ist dann umgestellt auf irgendwas, was kein Mensch kennt. Lauter so Geschichten dann. Aber ich glaube, bei Ja, das Hamachi. Problem ist, wenn du selbst wenn du das dann alles runterwirfst, kommt es irgendwann immer wieder. Ja. Sehr blöd. Also ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier. So, ich gehe jetzt bei Zoom 2 CC rein. Wir haben einen direkten Tunnel. Passt. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt nur gucken, weil irgendwie glaube ich, ist der Stream online? Ja, der Stream läuft. Der Stream läuft gut. Ups. Okay, dann mache ich jetzt das Spiel auf. Das heißt, dass das erste Gefecht ist auf Angriff. War das der Düsterwald? Düsterwald. Düsterwald, genau. Sehr lustige Map. Muss ich fast das Rollo gleich runter machen, weil sonst sehe ich nichts. Ja, da ist echt dunkel, also da muss ich gleich mal gucken. Ich mache das oft so, dass ich dann beim Spiel bei der Einstellung selber dann Aha. Ja gut, Gamma kann man auch hochstellen, aber das ist wärmer. ab einem gewissen Punkt, das ist dann doof. Ich schau mal, das wird schon irgendwie gehen.
Jetzt hoffen wir dann einfach mal, dass das schön funktioniert. Du spielst bestimmt Elben auf Düsterwald, Macht oder? Sinn, ja. Also Elben werden es sein. Für mich. Hast du dir Dann schon hoffe ich, dass. überlegt? Dann hoffe ich, dass Newton sich was Gutes Ich überlegt denke, hat. ich glaube, ich nehme Mordor. Okay. Oder auch Elben? Ich weiß es noch nicht genau. Ja, du kannst dich entscheiden. Es ist jetzt nicht. Also. Also ich habe getestet, Mordor ist da recht schnell down. Man muss ja gucken, wie Ja, man spielt, ne? Mordor ist Kalk auf der Karte, ja. Wenn Ich warte seit sein bestes Jahren Volk ist, dann sollte aber vielleicht doch mit. Also müsst ihr wissen, keine Ahnung. Ich rede euch da jetzt nicht weiter Ja, rein. abgesehen davon, die ganzen Bogenschützen, die machen die Haradrim-Reiter ganz schön down. Ja, dann nehme ich auch einfach auch Elben. Dann kann ich wenigstens nicht sagen, dass das Volk schuld ist, wenn ich verliere. Das stimmt. Oh, ist das eine 4 oder eine 6? Ich finde die gerade nicht. Sechser. Sechs. Sechser. Düsterwald da. Ich weiß nicht, nach Achso, was ich du bist geguckt damit habe, drin. aber. Okay. So, Elbenregeln gucken. Passt. Ich denke mal nicht, dass wir schon Kriegspunkte benutzen wollen. Also ich werde noch keine ausgeben, weil dafür habe ich einfach viel zu wenige, als dass sich das irgendwie lohnen würde. Ja, mit den 100, die ich habe, was könnte ich mir kaufen? Einen festen Okay. Startpunkt, 5% Handicap, also das lohnt sich für mich nicht, ich werde keine einsetzen. Nochmal zu deiner Frage wegen Schwertkämpfern und so. Ja. Eigentlich ist es ja so, dass die Schwertkämpfer kosten bei den meisten Völkern weniger. Machen aber allgemein Schaden gegen eigentlich alle Fußsoldaten. Also ein Trupp Schwertkämpfer macht einen Speertrupp locker weg und Schwertkämpfer machen gegen Gebäude mehr Schaden als Speerträger. Gut, das gibt fürs Rumlaufen. Harrison sind sie natürlich besser, das stimmt schon. Aber ich habe halt mir überlegt, ja, weil Speerträger bei Uruks, bei Elben, das kostet mit den Schwertkämpfern gleich. Und bei Elben, meistens machst halt doch mehr Bogenschützen irgendwie und dann brauchst mehr Antikavallerie. Also die benutzt halt kaum Ja, welche. das. Es hängt von ab, ja. Bei Gondor nehme ich Ja. sie halt fast nur, weil da sind sie, da mag ich die Speerschleuderer nicht. Ja, das, bei Gondor sind sie ja mega günstig, bei Das Zwergen stimmt, sind ja. sie auch mega günstig. Dafür haben sie nicht dieses Niederrennen, das ziemlich gut sein kann, ab Stufe 2 oder was es ist, keine Ahnung. Ja. Also da Das muss man funktioniert aber nur auf gucken. einer freien Fläche. Ja. Hast du das Spiel schon aufgemacht? Ich hab's aufgemacht, ja. Bei mir der See wird nichts angezeigt. Dann gucken wir mal. Ich sehe dich auch nicht im Chat. Da muss eventuell Tangle geschlossen werden. Ich hätte jetzt auch probiert. Ich schließe nochmal das Spiel, schließe Tangle und gehe dann nochmal rein, weil wenn beides offen ist, das beißt sich vermutlich, da hast du Genau. recht. Wir haben die Kompatibilität. Geiles Wort. So, Tangle wirklich schon Die beenden, ja. mögen sich einfach nicht. Ja, sind Erzfeinde. Gut, dann starte ich das Spiel jetzt nochmal. Gucken wir mal, Hamachi ist noch offen. Wird schon irgendwie werden. Kriegen wir schon hin. Dann Wie gucken groß wir ist der mal. Delay zum Stream? Ich habe jetzt mal 5 Minuten gemacht, das ist schon einiges, aber bei dem Spiel, es ist halt kein StarCraft, wo das Spiel nach 5 Minuten entschieden ist. Das kann schon eine halbe Stunde gehen und dann, ja. Okay. Da will ich halt dieses. Es ist, ich glaube es jetzt bei euch nicht, aber ich will es halt von vornherein ausschließen, dass irgendwer irgendwie was abused und deswegen. Jetzt sehe ich dich. Dann probieren wir das doch jetzt gleich nochmal. Also ich mache jetzt nochmal auf. Bist doch schon drin. Düsterwald. Passt. Dann machen wir Elben gegen Elben. Bisschen, wie heißt Bürgerkrieg. Der elbische Könnte ich eigentlich Bürgerkrieg, das mitgehen? drittes Zeitalter elbischer Bürgerkrieg, ja. Ich würde euch noch so einen kleinen Tipp geben. Passt gut auf eure Baumeister auf dem Düsterwald. Ja, 1000 Spinnen ist fast so schlimm wie Dol Guldur, ich weiß schon. Okay, willst du Kriegspunkte einsetzen oder verzichtest du auch darauf? Wir haben zu Nein, ich wenige. verzichte. Macht Sinn, okay. Alles klar, dann bin ich eigentlich ziemlich bereit, würde ich mal sagen. Ich bin auch fertig. Gut, dann lege ich auf und dann fangen wir auch gleich an. Viel Glück!
Gut, jetzt überprüfe ich nochmal hier alles. Das sieht sehr, sehr gut aus. Elben gegen Elben. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt probieren wir es mal. Legen wir einfach los. Los geht's. Ich werde allerdings noch umschalten müssen. Hoffentlich hat das jetzt funktioniert. Oh Gott, ich bin da unten. Oh, ich hatte gehofft, in der Mitte zu sein. Ah, nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß es auch nicht, wo er ist. Er könnte quer gegenüber sein. Er könnte in der Mitte stehen. Ich weiß es nicht. Ich vermute, er ist quer gegenüber, weil das das Fairste ist. Aber sicher sein kann ich mir nicht. So. Ja. So, wo bauen wir hier? Und dann holen wir uns das da. Ich switch noch mal ganz kurz raus. Super gefährlich, aber was will man machen? So, das passt. Stream habe ich geguckt, läuft. Hier nochmal ein Good Luck Have Fun. Sportsmanship muss sein. So. Und ich glaube, ich probiere es mit einem Reiter-Opening. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, der Spawnpunkt ist ziemlich bescheiden. Weil hier ist halt viel besser, ne? Viel mehr Platz und alles, aber da geht nichts. Ich werde jetzt, glaube ich, warten müssen, bis die fertig sind. Aber ich kann schon mal anteasern, ob hier ein guter Bauplatz ist. Schauen wir mal. Bauen werde ich es jetzt erstmal nicht. Ja. Hier irgendwo so, ne? Ja, doch, da passt schon. Sobald die fertig sind, kommen die Reiter. Ich werde dann hier, wie nennt sich das, creepen und das Ding einnehmen. Ich glaube, Reiter müssten da ganz gut sein. Und dann sehen wir mal, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ist natürlich ein sehr riskantes Opening. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier schnell den Vorposten einnehme. Am besten wären natürlich beide. Aber da gucken wir gleich mal. Sobald die Reiter alle draußen sind, geht's los. Dann reiße ich das Ding ab, klatsche eine Kaserne hin. Und fertig ist das Zeugs. So, 83%, nochmal zwei rausgequetscht. Dann schicken wir sie gleich dorthin. Sobald sie draußen sind, abreißen und los geht's. Na komm, das dauert so lang, bis sich das Tor da geöffnet hat. So. Kaserne. Und dann bauen wir hier noch einen Turm. So, die Spinnen ignoriere ich erstmal. Ich gehe jetzt hier hin, creepen und gut ist. Dann bilde ich Bogenschützen aus. So. Weiß nicht, ob das so ein guter Move war, das jetzt hier zu verwenden. Aber es müsste passen. Sie müssten das Gebäude auch schnell zerstören können. Ich werde mir auch recht früh, denke ich, einen Haldir holen. Einfach weil er so richtig gut ist. So. Das da. So. Hat es hier oben Spinnen? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ah, scheint sicher zu sein. Und wir haben es eingenommen. Sehr gut. So, ich glaube, baue ich eine zweite Kaserne? Bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß es noch nicht. Hier hat es Spinnen. Da gehen wir hin. Ha! Das ist sehr gut. Das war schon mal ein sehr guter Move. Das hilft extrem viel. Ich glaube, ich spare jetzt wirklich. Oh oh, es laggt. Bitte nicht abstürzen. So, das ist schon mal sehr gut für uns. Und dann hole ich mir jetzt dann gleich den Haldir. Sobald es halt geht, ne? Weil das ist ein sehr guter Support-Held. Und dann bauen wir mal. So, zweite Kaserne. So, die sind jetzt dann bald Level 2. Wo ist der Feind?
Da muss ich so aufpassen, dass ich nicht irgendwie... Ja, genau. Da muss ich richtig aufpassen. Ah, das kann ich creepen, das ist sehr gut. So, dann bauen wir hier die Kaserne aus. Und dann haben wir die Heilung. Ich hole mir jetzt erstmal die Heilung. Habe ich hier die Schätze eingenommen? Ja. So. Dann bilden wir jetzt mal die Leute aus. Ja, schützt die Pferde, das ist wirklich wichtig. So, das hole ich mir. Der Haldi ist alleine jetzt nicht so super stark, aber das passt jetzt schon. So. Dorthin. Kaserne erweitert, das ist sehr schön. Denn jetzt kann ich mir die dann bald holen. So. Oh, der macht das kaputt. Ah, auch sehr interessant. Aber das habe ich eingenommen. Und es ist in Ordnung, wenn das zerstört. Ich habe daraus schon einen großen Vorteil gezogen. Da kriege ich einen Baumeister. Das ist auch sehr schön. Noch ein Spinnennest. Mei, hier jetzt wirklich viele Nester. So, und jetzt kann ich tatsächlich so ein bisschen rumspammen. Das gefällt mir immer sehr gut. So. Die zieht er zurück. Das gehört mir. Das bauen wir dann auch wieder auf. Wo ist denn der Haldir? Stellen wir jetzt mal dahin. So. So, das bauen wir wieder auf. Das passt. Der Haldir kümmert sich um die. Sehr schön. Puh. Vielleicht bauen wir dann Endting. Halt. Eine Festung. Ja. Da muss ich aufpassen. Das kann ich so nicht vernichten. Keine Chance. Oh oh. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das haben wir auch gleich erledigt. Den Baumeister sollte ich retten. Unser Mut ist ungebrochen. Wir müssen das Land verteidigen. Macht euch bereit, Elben. So, der hat ein Level Up bekommen. Auch nicht schlecht. Ich baue jetzt hier so einen Brunnen oder Essel oder Spiegel oder wie auch immer das Ding heißt. So. Oh, der macht hier guten Schaden. Ich hole mir nochmal einen Baumeister. Dann kann ich nämlich ein bisschen mehr ausbilden. Also mehr Gebäude bauen, meine ich. Das ist immer gut. Ja, die braucht es jetzt auch nicht mehr. Das sind die Düsterwald-Bogenschützen wirklich besser, denke ich mal. So, ich renne jetzt tatsächlich mit allem, was ich habe, runter. Ist natürlich nicht so super, aber da werden wir schon sehen, wo mich das hinbringt. Oh, das hat weh. Oh oh, oh oh. Ja, die müssen dahin. Der hat jetzt tatsächlich einiges an Reiterbataillonen gebaut. Das muss ich mal gucken. So. Oh. So, bauen wir mal ein End. Das zerstört da wieder. Das kann er auch machen. So, wie komme ich am schnellsten auf die Ends hier? So, Speere, das ist wieder sehr schön.
So machen wir das doch. Wo ist der feindliche Stützpunkt? Spinnen. Stützpunkt. Da ist ein Baumeister. Den können wir töten. Das haben wir ganz gut geschafft. Das bauen wir wieder auf. Naja, das passt. Da haben wir hier eine Heilung. Wo ist denn der Haldir? Da muss ich sehr gut aufpassen. Da kann ich hier einmal kurz durchrennen. Dann rennen wir hier lang. Und dann töten wir das. Wird hier bald ein End ausgebildet? Haben wir schon. So. Ich bin tatsächlich nur am Rumspam. Ich glaube, ich baue als nächstes mal eine Schmiede. Das müsste dann gut passen. So. Was macht der hier? Ach, der tötet das da. Aber das dauert ja ewig. So, das können wir zerstören. Schmiede wollte ich bauen. Obwohl, nachdem der so viele Truppen hat, sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen Truppen ausbilden. Na, jetzt bauen wir eine Schmiede, komm. Aber bald habe ich genug Zeug und dann müsste das ganz gut ausschauen. Oder bald muss ich mir das leisten können, dass ich mir die Ents hole. Und dann fällt seine Festung. So. Oh Gott. Ah nein, das ist gut. Der End, der macht es. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein, 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 nein. Das ist so teuer. Und die sind Stufe 5, die schicken wir schön zurück. So. Jetzt bauen wir hier so eine Art Blockade auf. Rüstung ist sehr nützlich. End, ne? Vielleicht. Vielleicht noch ein End. Müsste ich mir jetzt dann leisten können, genau. So. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo er was genau hat. Aber ich weiß, dass ich jetzt Rüstungen habe. Die sind Stufe 5, die werden ausgerüstet. Die Reiter werden ausgerüstet. So. Das zerstören. Also das, dann das. Die bleiben hier stehen. Die halten das. Und die Bogenschützen töten das hier. Halt, da ist ein Baumeister. Den holen wir uns. Leider hat Haldir noch immer nicht Stufe 5 erreicht. Das ist natürlich auch nicht so toll. Dann holen wir uns hier die nächste Stufe. Und die Reiter greifen auch wieder an. Halt, das da. Der hat auch schon die guten Leute. Jetzt habe ich aber Führerschaftsboni. Das ist sehr praktisch. Und ja, jetzt habe ich die Ents. So. Also, die Festung fällt jetzt. Schmiede ist verbessert. Dann gibt es bald schöne Pfeile. GG. GG. War ja doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich am Anfang die Reiter gebaut habe. Das hat ihn definitiv überrascht. Dadurch konnte ich zwei Bataillone Bogenschützen töten. Ah, das hat richtig wehgetan. Puh, das hat richtig wehgetan.
Und von da an hatte ich dann den Vorposten, konnte mir den zweiten holen. Es war gar nicht so schlecht. An den Einheiten sieht man es. An den Rohstoffen nicht so ganz. Ich wünschte halt mehr, das wären nicht die Rohstoffe, die man auf der Bank hat, sondern der Zuwachs. Der Rohstoffzuwachs. Aber hier sieht man das dann doch irgendwann. Ich habe auch, glaube ich, den ein oder anderen Baumeister bekommen. Ein Profi bin ich hier, war lang nicht, aber es lief. Ich habe auch sehr kosteneffizient gekämpft. Irgendwie, also hat gepasst. Das hat gepasst. So, dann muss ich jetzt das Spiel beenden. Hamachi schließen. Hamachi deinstallieren. Lol. Mach ich später. Aber wieder auf Tangle gehen. Also, Spiel beenden. Schön zurück switchen. Ich glaube, das war die 6. Ja, genau. So. Und dann rufen wir hier an. Zwei Maps verlieren wir doof. Ja. Hallöchen. Hi. Hallo. Haben schon gehört, du hast gewonnen. Ja, die Reiter, das Reiter-Opening hat sich wieder durchgesetzt. Ja, das war klar. Also ich habe da am Anfang, glaube ich, zwei Bataillone Bogenschützen rausnehmen können. Hatte den Vorposten, habe mir den zweiten geholt, die Spinnen konnte ich wegcreepen. Und dann habe ich immer wieder auch mal Baumeister, glaube ich, bekommen. Der Konter unten war fies mit dem Reiterbataillon und dem den Speerträgern. Das tat weh. Also da hast du einige, da sind einige Malorenbäume kaputt gegangen. Ja, das was wir jetzt so gesehen haben. Es gab in meinem Kopf nur zwei mögliche Startvarianten. Entweder startet man selber mit Reitern oder mit Lanzenträgern. Eigentlich schon, ja. In dem Matchup ist bei, ich weiß nicht, wie es bei Menschen ist, aber ich glaube, da ist es ziemlich ähnlich. Bei großen Maps normalerweise mit Reitern starten. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich noch nie Elben mit Reiterstart probiert, muss ich sagen. Okay. Ja, spielt sich eigentlich genauso wie Menschen mit Reiterstart, also 1:1 das gleiche. Ja, ich kenn's ja eigentlich nur von Menschen, ne? Ja. Aber ansonsten. Ja. Nee, es funktioniert ähnlich. Hat das gleiche Risiko. Aber ich dachte mir, auf Düsterwald lohnt sich das. Mordor habe ich jetzt noch nie mit Reiterstart gesehen. Ja, da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Da musst du ja. Das lohnt sich nicht. Weil Mordor Reiterstart, das wären Haradrim-Reiter und die sind so schwach. Und außerdem musst du, glaube ich, das Gebäude noch. Eben, das geht gar nicht. Also. Ja. Troll-Opening gibt's auch nicht. Nee. Nee. Da gibt's nicht viel. Das wird zu leicht gekontert. Ja. Deswegen meine ich, es ist nicht viable in dem Sinn. Also. Ist schwierig. Ich habe mir überlegt, also das ist jetzt uninteressant, aber für viel, viel später. Wenn ich mit dem jetzigen Herr der Ringe Part auf YouTube fertig bin, also es kommt ja Isengard gerade und danach noch Elben. Wenn ich die durch habe, ziehe ich mir wahrscheinlich den Patch 2.02. 2.02, diesen inoffiziellen Fanmade-Patch, der unglaublich gut sein soll. Okay. Und guck den mal, der soll nämlich die KI verbessern, der soll Balance reinbringen und, also der soll richtig, richtig gut sein. Da könnte ich dir aber auch noch die Mod 3.8.1 geben. Ja, Mod ist wieder, weiß ich nicht, was ist das für eine Mod? Idain. Ja, Idain, weiß ich nicht. Die mit dem freien Bauen. Ich hab beide. Okay. Das Problem ist halt bei Idain, ich hab die mal gespielt, verschiedene, und bei mir gab's immer Komplikationen mit dem Spiel. Abstürze, es lässt sich nicht mehr starten, hat bei mir nie wirklich funktioniert. Ich kann's mal ausprobieren, aber erstmal wollte ich den Patch ausprobieren, weil der Patch doch ein bisschen anders ist. Ein paar Probleme, ja, das stürzt halt auch oft ab, ja. Also bei einigen läuft's ganz gut, bei mir lief's leider nie. Und muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall will ich den Patch ausprobieren, weil der soll auch den Ringkrieg verbessern, dass du jetzt nicht mehr, dass die Gehöfte nicht mehr kostenlos sind, dass du nicht mehr ins Minus kommen kannst, was ich ja eh von vornherein für mich machen wollte. Solche Dinge. Und insgesamt denke ich mal, wenn da wirklich die Balance besser ist, dass verschiedene Openings einfach möglich sind und verschiedene Einheiten und Helden, die sonst nie genutzt werden, auch ihre situationsabhängigen Chancen haben, nützlich zu sein, klingt für mich ziemlich gut. Werde ich ausprobieren. Ja.
Also ich nutze ziemlich immer alle Helden. Ja, es gibt jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel so ein bisschen gelesen, bei den Elben hieß es in professionellen Spielen, dass du nie mehr als zwei von diesen normalen Bogenschützen baust, weil die Düsterwald-Dinger tausendmal besser sind. Und der Patch Ja, das behebt stimmt. halt solche Feinheiten oder dass Zwerge zu stark sind gegen bestimmte andere Rassen und. Also da haben sie viel geändert, anscheinend. Und muss ich mal schauen. Ja, aber die Sache ist, Düsterwald-Bogenschützen sind auch viermal so teuer. Also ich würde sagen, das ist schon richtig gut balanced. Die sind stärker, sind teurer, logisch. Ja, Kostet mehr natürlich. Kommandopunkte. Das ist richtig. Und können außerdem keine schwere Rüstung tragen. Wie die Waldläufer halt, obwohl die ein bisschen Ja. günstiger sind. Weil die Düsterwald-Bogenschützen halten an sich ja, finde ich jetzt gar nichts aus. Also wenn man mal an denen dran ist, zum Beispiel mit Ja. Schwertkämpfern und Reiter, sind die tot eigentlich. Also die So, wie sieht's Reiter, jetzt aus? wo er mit den Reitern über meine Düsterwald-Bogenschützen drüber ist, hätte ich da nicht ganz knapp noch auf Defensiv geschaltet, wären die alle gestorben. Die waren Ja, tiefrot richtig. danach. Ja. Ich finde es auch schade, dass das manche Spieler gar nicht machen mit dem Angriff und Defensiv und so. Es ist unglaublich wichtig. Also Ja. da kann man sich mal richtig reinlesen, was das auch macht, weil manchmal hat das auch, das hat ja verschiedene Auswirkungen für Bogenschützen, Reiter, Ja. Schwertkämpfer und Pikeniere, auch mit Geschwindigkeitsmalus und. Also es wird leider nicht so toll beschrieben, aber es hat schon große Auswirkungen. Ja, also ich finde es an sich eigentlich relativ gut, weil ich Es ist sehe das auch richtig oft gut. in manchen Videos, die machen das einfach gar Ja, nicht. ist schade. Das ist. Es ist wirklich schade, ja. So, also jetzt heißt es wohl Sturmhart gegen Alex. So schaut's aus. Ich habe gesehen, Alex hat Spiel wieder geschlossen, also vor 5 oder 10 Minuten Ja, hat Tami genau. wahrscheinlich wieder gestartet. Ja, ich mache jetzt noch Hamachi zu. Starte das Spiel neu, damit da keine Probleme auftauchen. Dann öffne ich das alles und dann gucken wir mal. Ich muss ja gestehen, Anverlass gefällt mir eigentlich gar nicht, aber mei, was will man machen? Also ich muss so sagen, ich habe Herzklopfen, ich habe schon mal gegen dich verloren. Ich glaube, wer hat noch mit gegen ihn verloren? Ja, also. Obwohl Theoretisch, die, wenn du ja. jetzt Anverlass eroberst, hättest du jetzt Gondor, Dann oder? hätte ich eine ganze Region, ja, das sollte Nur tunlichst vermeiden. die Frage ist eben, weil du hättest ja theoretisch dann Gondor, aber wir haben weder Helm's Klamm noch die Schlacht gemacht. Weder Pforte von Rohan, Minas Tirith hatten wir noch nicht und Kerandros, nee, oder? Heißt es doch so? Ja. Doch, Kerandros hatten wir ja eben auch noch nicht. Ja. Daher ist ja eben die Frage, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Gondor hättest, dann kriegst du jetzt Kriegspunkte. Aha. Nur angenommen, du verlierst irgendwann Kerandros. Ja. Sind die dann wieder weg oder? Also die Punkte, die ich bis dahin sammel, bleiben mir. Aber der Bonus ist dann wieder verloren, sobald es euch gehört. Ich gebe euch dann auch immer schön Möglichkeiten abzustimmen. Jetzt könnt ihr da Pforte Rohan und so angreifen. Also ich werde das schon fair machen, dass ihr als Community da eine Chance habt, das schnellstmöglich zurückzuerobern. Okay. Aber generell, ja, die Punkte, die ich, also die Punkte, die ich bis dahin ansammle, die bleiben mir, aber der Bonus ist dann halt wieder weg. Okay. Sobald, also ist wichtig. Ich habe euch ja auch manchmal hier die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel zweimal in Mordor anzugreifen und dann nochmal Ithilien dieses Mal, dass ihr auch schnell eine Region bekommt. Aber dann habt ihr euch für Dol Guldur und jetzt habt ihr euren Fokus wohl eher auf Rhovanion gelegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wer da alles abstimmt. Da stimmen mehr Leute ab, als überhaupt Ja, mitspielen. einige gucken halt bloß. Das sind dann die Leute, Was ist die. eigentlich überhaupt? Ja, die Zuschauer entscheiden. Die Zuschauer wollen das sehen. Und die, wo spielen, haben halt die Arschkarte mit den Nachteilen, dass Regionen nicht vervollständigt werden können. Ja, Unter das ist anderem. so. Ja, stimmt schon. Aber ich gucke euch, dass ich immer genug faire Möglichkeiten gibt, dass selbst das ausgebalanced ist. Also ich werde jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt jedes Mal, ich gebe euch drei Möglichkeiten nur in Arnor. Da seid ihr ja monatelang beschäftigt, bis ihr das erobert habt. Während ich hier Gondor, Eriador und Rhovanion, also so mache ich das nicht. Das wäre, dann könnte ich es gleich lassen. Gut, ich Hast du mache schon jetzt überlegt, mal. was die nächsten Angriffsziele werden könnten? Noch nicht, das gucke ich dann immer danach. Machst du, ja. Ah, nee, egal.
Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich überhaupt noch... Ja, ich will das schließen. Ich will da rein. So, jetzt hoffe ich mal, dass da kein Kreuz kommt. Kreuz. Okay. Dann schließe ich... Ich schließe das Spiel nochmal. Ja, ich schließe auch nochmal alles. Schauen wir einfach nochmal. Einfach nochmal schließen. Ich schließe auch nochmal alles. Ne? Ja, macht Sinn. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich euch als nächstes Mal nochmal Ithilien anbiete. Irgendeine Region in Gondor definitiv. Vielleicht auch Cair Andros oder sowas. Es muss halt was sein, wo ihr angrenzende Gebiete habt vielleicht. So um den Dreh rum. Also Belfalast gehen, Cair Andros. Ich bin eh nicht dabei beim nächsten Mal. Okay. Da musst du jetzt ordentlich Eindruck machen. Wie ist das? Erst Tangel und dann das Spiel, ne? Ja. Okay. Ja. Also ich starte gerade auch nochmal mein Tangel und das Spiel neu. Ja, das macht absolut Sinn. Also ich denke mal, dass Arnor zum Beispiel eine Region ist, die jetzt sehr lange unberührt bleiben wird. Weil ist einfach absolut unattraktiv. Ich weiß nicht warum, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, das ist irgendwie so eine Supernatural-Folge. Keinen Plan, was da los ist. Okay. Die Balletttänzerin wird von irgendwas gesteuert gegen ihren Willen und sie kommt da nicht dagegen an. Aha, aha. Ah, sie wird von einem Wischmopp gesteuert. Okay. Ah, ich glaube, die Folge kenne ich sogar. Da muss man mal jetzt bedenken. Ein sehr athletischer und tänzerisch begabter Hausmeister. Ja, richtig. Also wenn ich den Hausmeister von unserer Schule ansehe, der sieht aus, als hätte er gerade die 100-Grenze überschritten. Wow. Naja, das ist irgendwie total weit hergegriffen. Die Füße sind explodiert. Krass. Also das war mir dann doch jetzt etwas zu viel. Aha. Also ich wäre drin. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg. Genau, jeder hat eine Verbindung oder Schälen. Das ist sehr schick. Ah, Forward. Wäre es für dich nicht klug, irgendwie unsere Region Forwardway wegzunehmen? Lass mich mal kurz auf der Karte gucken. Stimmt, das gehört ja komplett uns, gell? Das ja, habe ich. Ja, genau. Das musste ich machen, weil anders konnte ich die Punkte nicht even balancen. Das hat nicht funktioniert. Ihr musstet am Anfang der Region haben. Ich könnte halt in, ich weiß gar nicht, wie das Ding da heißt da oben, diese zwei. Kenne ich mich gar nicht aus. Wie heißen die Dinger? Einmal gibt es da Khan Doom, Forodweith und Gundabadberg. Ja, der Gundabadberg und Khan Doom ist es nicht. Dann ist es Forodweith und was war das andere? Angmar. Dieser kleine Dingsbums. Ja, vielleicht greife ich mal Angmar an danach. Keine Ahnung. Mal schauen. Das wäre das Klügste. Wär's. Aber ich hätte viel lieber Mordor noch oder so, weiß. Mal gucken. Mal schauen. Mordor zwischen den Asche ist ja auch immer schön. Natürlich. Der Vorteil ist halt, wenn ich es schaffe, euch aus Mordor rauszutreiben, dann könnt ihr Mordor theoretisch nicht mehr angreifen, weil ihr keine angrenzenden Länder mehr habt. Das ist so ein bisschen wie Risiko noch. Ja, ist halt so. Also wie der Ringkrieg halt. Du kannst ja nur dahin gehen, wo du angrenzende Länder hast. Ja. Und wenn ich euch die wegnehme, habe ich hinten einen Safe-Spot, so wie ihr jetzt fast Forodweith safe hättet. Wäre dieser eine Zipfel da nicht, den ich da habe, dann wäre das safe derzeit. Also, ich komme jetzt ins Netzwerk. Ich sehe dich. Sehr schön. So, wo an... Ups. Eine Fünfer ist das, oder? Auch eine Sechser-Map. Ach, das ist diese hässliche. Ich gehe jetzt auch gar nicht ins Spiel rein, weil ich gerade meine Helden löschen muss. Okay. Warum musst du die löschen? Sonst funktioniert das Spiel nicht, weil ist immer noch von der Edan-Mod da. Ah, okay. Kein Problem. Nein, ja. Du machst keine Kriegspunkte, oder? Nee, lohnt sich nicht. Okay, ja, theoretisch wäre ich bereit, ne? Du wärst bereit, das klingt doch sehr schön. Okay. Dann lass mich... Runde am 5. oder am 22. 22. Dann bin ich eventuell selber nicht da.
Vielleicht bin auch ich nicht da, weil die Woche drauf die Uni wieder losgeht. Da muss ich mal gucken, aber so ist zumindest der Plan. Okay. Alter, da ja, muss man mal gucken. Zur Not kann man ja, keine Ahnung, irgendwie auf eine Woche vorher oder so verschieben. Das muss ich dann sehen, wie es ausschaut, aber das gebe ich euch noch rechtzeitig Bescheid. Okay. Also, dann lege ich mal wieder auf. Jo. Und dann sehen wir uns gleich in-game. Jo. Viel Spaß! So, das haben wir weg. Hier sind wir noch drin. Dann machen wir hier auch gleich den Switcher Rooney. Lasst mich das nochmal gucken. Okay, alles passt. Aufnahme läuft. Blubblub, sehr schön. Also Stream halt. Und los geht's. Ich weiß nicht, wo ich lande. Menschen gegen Zwerge. Zwerge sind super stark und ich weiß noch nicht, was ich gegen Zwerge machen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, dass Zwerge ziemlich stark sind in der Verteidigung. Sie sind ein bisschen langsam. Sie haben allerdings den Vorteil, von den Minen. Und je nachdem, wo er spawnt, er weiß zum Glück nicht, wo ich bin. Also, das ist ein Vorteil. Aber, Das ist die Sache. So. Ich baue jetzt erstmal ganz normal. Ich mache jetzt keine komischen Dinger. Ich schaue mir erstmal ein bisschen die Map an. Hier hinten kann ich noch bauen. Hat es hier irgendwelche Gebäude? Ich glaube, auf der Map hat es Gasthäuser. Vielleicht. Ja, hier hat es eins. Hier hat es eins. Das heißt, ich kann etwas sehr Schönes ausprobieren. Und zwar... Na, jetzt bauen wir doch lieber sowas hier. So. Und zwar kann ich den... das wird ziemlich lustig. Ich probiere es einfach mal aus. Da werden wir sehen, wie es läuft. Ich weiß nicht, das ist nicht mal gecreept. Gibt es noch andere Baustellen, Gehöfte, Bauer, Zeugs, Gebäude? Das habe ich ganz vergessen. Derzeit nicht. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Also nur das hier. Denn ich kann dann etwas ausprobieren, was sich ziemlich lustig nennt. Und zwar ist das der Hobbit Tower. Ist quasi ein Turm mit Hobbits drin. Klingt absurd, soll aber unglaublich stark sein. Und das probieren wir dann einfach mal aus. So. Da oben hat's was zum Creepen. Da gehe ich auch als erstes hin. So, nochmal Soldaten. Ich muss konstant produzieren, das ist sehr wichtig. So. Ich weiß noch gar nicht, wo ich als nächstes baue. Vermutlich hier. Obwohl es da einen Troll haben kann, da muss ich auch extremst aufpassen. Warge sind böse. Warge greifen wir jetzt nicht an. Da verliere ich nämlich bloß. Warge greifen wir nicht an. So, als nächstes kommen dann die Speerschleuderer. Weil es könnte sein, dass er diesen Dingsbums baut. Diesen schnell auf umreiten geht. Das wäre sehr böse. Ich glaube, ich baue jetzt eine zweite Kaserne. Und dann gucken wir mal. So. Zweite Kaserne. Nee, ich gehe auf Bogenschützen. Das macht nämlich, glaube ich, absolut Sinn. So, Warge greifen wir nicht an. Ich weiß leider immer noch nicht, wo genau er ist. Ich dachte, ich hätte es mal Trolle gehabt. So, dann schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen. Ah ja, das sieht sehr gut aus. Den Kampf gewinne ich. Also ich müsste ihn gewinnen. Ja, das sieht gut aus. Die können wir schön töten. Er dachte, ich spiele Reiter. Habe ich aber nicht. So. Da hat es die Leute. Das haben wir geblockt. Baut er hier einen Turm? Nein, eine Esse. So.
Na, schaffen wir das? Sieht nicht so aus. Hier haben wir eine Mine. Da können wir aber nichts machen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Irgendwo hier muss es doch gehen. So, vielleicht kriege ich den Baumeister. So. Festung. Da hauen wir jetzt einfach mal ab. Ich hole mir jetzt an den Pfarrer hier. Ich glaube, der ist ziemlich gut. So. Wo sollen wir bauen? Macht euch kampfbereit! Bleibt wachsam! Hier entlang! Hier wäre reicht nicht zurück, Männer! So. Irgendwo habe ich doch Bogenschützen. Wo sind die denn? Da kommen sie. Macht euch kampfbereit! Soldaten! Attacke! So, die stallen ihn. Dass er da nichts Blödes macht. Ich hole mir nochmal eine Kaserne. Der baut nochmal einen Bauernhof. So, die Bogenschützen sollen alles töten. Das ist der Plan. Ob das so funktioniert, sehen wir gleich. Da bilden wir nochmal aus. Sieht bisher ganz okay aus. Der baut dieses so eine blöde Esse. So, Bogenschützen gegen Bogenschützen. Da ziehe ich mich dann doch zurück. Ja, der ist schon ziemlich gut dabei. Oh oh. Da oben hat er dann irgendwo... Irgendwo hat er da... Ja, ja, ich sehe schon. Schon klar. So. Hat der da irgendwo ein Gasthaus oder so? Nee. Dürfte nichts dergleichen haben. Ich glaube, ich baue jetzt, ich hole mir jetzt nicht die Heilung. Allerdings werde ich demnächst mir die Waldläufer holen, weil die ein bisschen mehr Wumms haben. So. Die gehen da lang. Die gehen da lang. So, die sind unten, die sind oben unterwegs. Dann schauen wir mal. So, Schießstand verbessert, das klingt doch schon mal sehr nützlich. Er hat halt die Leute aus Tal, ne? Das ist schon richtig nützlich. So, die müssen abhauen. Aber da kommen schon Verstärkungen. Den Faramir muss ich halt ein bisschen leveln, ne? So, jetzt geht hier die Sonne auf. Dann, hupsi. Schauen wir mal. Der Faramir sollte sich die schnappen. Da verliere ich aber. Da muss ich weg. Kriege ich das Ding? Sieht nicht so aus. Er hat ziemlich gutes Micro, muss ich gestehen. Ja, ich werde jetzt auf andere Einheiten gehen müssen. Und vor allem sollte ich aufhören, meine Einheiten wegzuschmeißen. Das ist immer ganz gefährlich, wenn ich damit anfange. So. So, der Vater mir sieht das hier.
Aber das sieht gut aus. So, Kaserne ist verbessert. Dann können wir jetzt Turmwachen ausbilden. Die haben nämlich gut Wumms. Was kommt hier? Oh, die hat er schon. Wo sind denn meine Waldläufer? Ha, die machen ja hier gar nichts. Was für ein Schwachsinn. So, ich krieg den Tom Bombardier. Das hilft. So. Ich baue hier einfach mal ungeniert weiter. Ein Bataillon geht oben rum. Ah, der ist eine Stufe aufgestiegen. Wo ist er denn? So. Okay. Mehr Waldläufer, mehr Turmwachen, mehr Soldaten. Irgendwo hatte ich oben rum was gebaut. Aber da geht gerade nichts. So, den kann ich, den sollte ich töten können. Sicher bin ich mir da aber nicht. So. Dann schauen wir mal. Ich warte noch auf die Reiter. Oh Mann. Funktioniert das? Bin mir da nicht so sicher. Ja doch, ich glaube, das läuft schon. Wenn der sich mal ein bisschen anstrengen würde. Ich baue jetzt hier mal so einen Außenposten. Ah, da kommt er von der Seite. Der Faramir ist tot. Ja, das ist nicht gut. Das sind jetzt beide Baumeister. Das ist natürlich sehr bescheiden. Das muss ich ein bisschen anders machen. Den Faramir sollte ich mir aber wiederholen. Der ist zu gut, um ihn nicht zu haben. Ja, der eine Baumeister ist tot. Nicht schön. So. Ich baue jetzt hier nur eine Kaserne. Also die Leute aus Tal sind schon ziemlich nützlich, muss ich gestehen. Da gibt es nicht viel, was ich machen kann, um die aufzuhalten. Das ist schon sehr nervig. Reiter wären nicht schlecht. Ich habe mich jetzt so eingefahren auf was ich hier habe. Das ist natürlich nicht gut. Vielleicht sollte ich hier doch lieber einen Stall bauen. Na, das sehen wir gleich. Jetzt wirft er gleich Fässer, passt mal auf hier. Aber nochmal passiert mir das nicht, dass er da einfach so reinrennen kann. Ich will hier immer noch einen Turm bauen. Nee, das läuft ja mal gar nicht so, wie es soll. Ich weiß nicht, was ich gegen Zwerge groß machen kann. Die sind so verflucht stark mit ihren blöden Blödkopftypen. Gut, aber hier brennt natürlich ein bisschen was. Hat der ausgerüstet? Wenn ja, dann habe ich jetzt hier ein Problem. So, der hat jetzt hier. Aber der Faramir allein macht das halt nicht, ne?
Na, vielleicht lassen wir den noch. Ah, aufbauen brauchen wir den Turm auch nicht. Ich sollte mir mal einen neuen Helden holen. Boromir, glaube ich, ist hier ziemlich nützlich. Ja, sollten wir wirklich. So, jetzt kommt er hier hinten rum. Mit Axtschleuderern, aber die machen gar nicht so viel. Die töten mir hier ein Ding. Und das war's. Er hat sie ausgerüstet, also da kann man nicht viel sagen, ne? So. Ist aber noch nicht verloren. Ist noch nicht verloren. Und? Nee, dann nicht. So, die hat er jetzt hier gerettet. Das ist natürlich kein schlechter Move. Gibt mir aber natürlich ordentlich Zeit, mich hier zu verstärken. Vielleicht kann ich hier was snacken. Ich hab ja gar nicht die Hobbits, ich Blödkopf. Boah, wie dämlich. Ja, dann verdiene ich natürlich zu verlieren. Hihi. Wenn ich da so blöd zusammenspiele. Was für Müll. Das tat weh. Jetzt schmeißt man natürlich jeden Vorteil weg, den man hat, ne? So, hier schön reinrennen. Der Boromir macht sich. Was ist denn Dunedain? R. So, dann bauen wir da mal eine. Was geht hier ab? Aber wenn ich das bekomme, ist es gar nicht so schlecht. Das tun wir auch. Wir werden den Krieg zu ihnen tragen. So, ich glaube, dass ich das eingenommen habe, ist ziemlich kritisch. Für ihn. Ich hole mir jetzt hier die Heilung. Der Boromir ist da. Faramir ist noch da. Ich muss halt jetzt wirklich ausbilden und alles kaputt hauen, was geht. Nein! 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 Ich wollte nicht R drücken. Oh Gott. Ah, ich wollte den Prinz Brand töten. Jetzt kriege ich ihn nicht. Na, leider kriegen sie dich doch, weil ich hier nicht aufgepasst habe, ich Idiot. Also hier auszubilden macht wenig Sinn. Ich habe irgendwo eine Schmiede gebaut. Ja, kann ich Boromir wiederholen? Ja, kann ich. So. Wir müssen sie zurücktreiben. Wir werden angegriffen.
So, da ist der Prinz von... Nein! Ich verklick mich die ganze Zeit. Ist er jetzt tot? Er lebt ja immer noch. Muss ich mich zurückziehen. Vorerst. Vielleicht passt es jetzt hier. Ich habe als nächstes das Erdbeben, das hole ich mir. Und dann ist Verstand, dann ist rum. Dann habe ich auch genug. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Low-Tech-Strategie irgendwas bringt. Weil er rüstet ja aus, ne? Er rüstet ja aus. Ja, da kann es jetzt nicht hin. Aber das tat ja mal gar nicht weh. Hier hat es einen Trollkäfig gehabt. Katapult. Gut, dann brauche ich jetzt auch Katapulte. Jetzt hat er das wieder erobert. Das hole ich mir aber. Ja, die Mine, die muss weg. Die muss ich bekommen. Ja, das haben sie besetzt, das stimmt. So, Zeit für Feuerpfeile. Puh, warte mal. Ah, geht noch nicht ganz. Wo ist denn das Katapult? Wenn ich das bekomme, wäre nämlich echt nicht schlecht. So. Das da unten bekommen wir weg. Das hier. Ja, Katapulte sind so verflucht teuer. So, Katapult. Das ist alles mit nur einem Baumeister. Ich glaube, so langsam breche ich ihn. Aber gegen irgendjemanden anders, ich weiß, ich will jetzt nicht schlecht reden, keine Ahnung, ich spiele das Spiel sehr schlecht, wie ihr seht, aber Zwerge, ich glaube, wenn da jemand ist, der wirklich, wirklich, keine Ahnung, vielleicht bin ich, ich sag nix. So, Ende. Ich rede mich hier bloß in was rein, in was ich mich nicht reinreden sollte. Oh, das ist, darauf hat er natürlich gewartet. Es tat auch ordentlich weh, das hat das sehr gut gemacht. Naja, ob die das wirklich tun, ist die Frage, ne? So, Katapult rennt. Boromir kümmert sich um das Katapult. Komm schon. So, und jetzt nichts wie abhauen. Hehe, das überlebt er eh nicht. Oder überlebt er es etwa doch? Oh! Naja. So. Das da. Erstmal ein paar Rüstungen holen. So, mit dem Katapult habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Boromir hat es auch überlebt. Dann holen wir uns das Ding zurück. Der versteckt sich da. Ah. Das Katapult muss weg. So. Dann brauche ich einen neuen Faramir. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt tut's erstmal weh. So, das Katapult zerstört noch die Schmiede, der Boromir auch. Und dann weiß ich nicht, ob er da noch groß viel... Ich wollte eigentlich Hobbit-Türme bauen, kam nicht dazu, ich wüsste auch nicht wofür.
Aber er findet kein Opening mehr. Ich spam ihn zu sehr kaputt. Das kaputtgespamme ist dann doch ein bisschen viel. So, Rüstungen endlich. Hobbits! Die böse. Ja, nicht schlecht. So, nach Jahren wird auch dieser Turm endlich mal besetzt. Repariert. Ja, du früher als später. Ja, Blödkopf. Immer noch keine Feuerpfeile. Normal liebe ich die Dinger, weil die halt so stark sind. So, den Baumeister sehe ich allerdings. So. Ah, gut, das... Das ist noch eine sehr schöne Idee. Ist aber auch vergebliche Liebesmühe. Er macht es nun mal richtig, richtig spannend hier. Gegen Ende mit diesen Angriffen. Die Frage ist nur, wie nützlich ist das für ihn? Hier kommen jetzt die Reiter rein. Die gehen da oben lang. Da holen wir uns mal einen neuen Baumeister. Die Festung fällt. Unglaublich, dass so eine Mine stärker ist als so ein Turm. Meint man nicht, aber es ist so. Naja, mit Feuerpfeilen schaut das dann wieder anders aus. Sobald er die Feuerpfeile hat. Die greifen da an. Na, da oben. Schön angreifen. Bloß keine kleine Dummheit vorschützen hier. So, Boromir Level 10 ist auch eine ziemlich schnieke Sache. Der Buff war für den Arsch, aber das ist egal. Definitiv spannender als gegen 5 KI. So viel kann ich euch sagen. Definitiv spannender als gegen 5 KIs. Na, Hobbits. Hobbits. Ah ne, ich warte. Ich hole mir die Geister mit. So, his last stand. Das war's. Danach ist Schluss. Ja, die Reiter tun's jetzt. Ich habe nie die Reiter ausgebildet, die ich ausbilden wollte. Ich habe nicht mal einen Stall gebaut. Aber irgendwie mit der Spammerei habe ich es geschafft, obwohl manche von seinen Einheiten wirklich Schaden gemacht haben, und zwar ganz bösen Schaden. Was kommt denn hier jetzt für ein Blödzeug? Wo ist der überhaupt? Oh Gott, der ist ja ewig weit weg. So, Katapult. Da 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 da. Huh, das war anspruchsvoll. Well played, Sturmhart, well played. Mit Zwergen hast du es tatsächlich richtig gut drauf. Das war kein easy Match. Definitiv kein easy Match. Nein, nein, nein. Wow, wie schnell die Banner durch sind. Na gut, man muss da bloß ein paar Fahnen aufhängen, ne? Fertig. Mehr ist das nicht. Wo ist er denn jetzt noch? Och ja, jetzt. So. Jetzt muss ich nur noch das Spiel beenden. Irgendwie. Ist das die letzte Mine? Nein. War auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Sehr anspruchsvoll. Er hat halt ausgerüstet. Ich weiß nicht, wie er... Weil er hatte nur dieses bisschen Land hier. Hat es aber geschafft, genug Geld zu haben für eine ordentliche Armee, Tech, einen Helden... Also er hatte alles, ne? Er hatte alles, was er wollte.
Alles, was er wollte, hatte er. Und ich hatte halt nichts. In diesem Sinne. Ich hatte nur Turmwachen-Spam, Waldläufer-Spam. Kein Tag. Nichts. Und da frage ich mich, was ich genau falsch mache, dass das so schlecht lief bei mir. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, GG, dass ich nicht genau weiß, wie ich da meine Finanzen balancen muss. Weiß ich nicht. Das ist eine ganz knifflige Sache immer, weil ich spam einfach nur immer Truppen und wenn dann jemand kommt mit einer guten Armee, der überrennt mich einfach. Ich weiß nicht, wann ich switchen muss auf mehr Tech, weil ich stehe vor seiner Tür. Meine Trades waren auch sehr schlecht. Wenn wir hier gucken... wo ist denn das? Hier. Das sind schlechte Trades. 0,75. Ich habe ihn zwar überwältigt und das ging übrigens lang. 30 Minuten. Well played. Schönes Spiel. Ich habe ein bisschen mehr gebaut. Ich habe ein bisschen mehr zerstört. ich habe ein bisschen mehr ausgebildet. Aber ich habe auch sehr viel mehr verloren. Und gut. Ich habe gewonnen, weil ich mehr Geld hatte. Ha, die größere Armee gewinnt meistens. So, ich hatte mehr Geld gesammelt und auch mehr in der Minute. Ich habe mehr in Gebäude investiert, ich habe mehr in Einheiten investiert, mehr in Helden. Meine strategischen Fähigkeiten waren zum Kotzen im Vergleich zu Sturmhart. Also, Meisterstratege Sturmhart, willkommen. Meine taktischen Fähigkeiten hingegen waren besser. Was ich nicht glauben kann, weil... Spam. Aber das ist so der Unterschied, ne? Strategie, Taktik. Mein erster Held war sehr früh draußen. Ich habe insgesamt 5 ausgebildet. Dabei war das bloß 3 Faramirs, 2 Boromirs. Eher 2 Prinz Brands. Gefallene Helden. Also insgesamt sehr, sehr schön. Hat mir richtig doll Spaß gemacht, die Session heute. Und wer weiß, es ist ja noch lange nicht alles verloren. Noch lange nicht. Also das kann noch richtig, richtig schnieke werden. Ich gehe jetzt noch mal kurz in den Chat, verabschiede mich hier aber schon mal. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mitmachen könnt ihr jederzeit. Infovideo bei mir auf dem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo there, thank you for watching. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.